Messieurs, die Ehre meinerseits, Madame. Segne dich. Sie sind enttäuscht. Warum soll ich enttäuscht sein? Sie wollten ja den Zaren fotografieren. Wollen Sie mir nicht zur Aufnahme sitzen? Nicht als Zar, als die alle seinesgleichen sind. Das wird das beste Bild, wenn sie sich still jedermann vor meiner Kamera verhält. Sie sollen ihre Freude an mir haben. Wo sind wir hier? Hoch über dem Boulevard. Wo ist Paris? Versunken in der Tiefe. Wie schön ist diese Aussicht auf Paris. Der Eiffelturm, der wie ein Riesenspargel der Kuppe vom Invalidendom, da ruht Napoleon. Er ist nun tot, ganz tot. Ich möchte nicht in diesem Augenblick Napoleon sein. Verstehen Sie das, Madame? Wünschen Sie, dass ich begreife, Monsieur wünscht dringend. Monsieur wünscht dringend. Zuschauer. Was sehen Sie? An allen Wänden die Bilder von Herren und Damen. Wer sind Sie? Erklären Sie mir die Galerie der Wirklichkeit, die Sie hier fixierten. Wer ist der Träge dieses linienzarten Kopfes? Das ist ein Mann. Vielleicht ein Weib. Wer kann das heute unterscheiden? Vor diesem Bilde habe ich keine Zweifel. Der Ansatz eines Busens überrennt das Kleid. Wie heißt die schöne Dame? Und diese hier ist splitterfasernackt, wahrhaftig kühn, doch möglich, weil der Körper vollendet ebenmäßig aufgebaut. Bezaubernde Figur, wer ist die Venus? Eine Dame der Gesellschaft. Pardon, ich fragte nicht. Ein Hund.
ein kleines, liebes Tier, das wie ein Kind mich anblickt. Lieben Sie die Tiere? Mit uns auch die Tiere. Sie haben gemüht, wie reizend. Was zeigt die andere Wand? Verschwinden Sie, ich bitte und ich befehle. Jedes Porträt ist bewunderungswürdig. Sie haben die Elite menschliche Charaktere versammelt. Werde ich nicht das Ensemble stören? Reif zur Zerstörung ist alles. Ich werde unterliegen in diesem Weltstreich mit den Köpfen an der Wand. Ich fürchte mich, Madame, ich fürchte die Blamage. Selber nicht! Ich bin so feige. Da nun zeigen, wir werden allein sein, wenn man mir aufs Gesicht sieht, kann ich mich nicht halten, wie ich will. Madame, entscheide.